Wer weiß schon, was im unergründlichen Kopf dieser Plattenstars vorgeht. Wovor haben Sie Angst, Freddy? Man erreicht nichts, wenn man sich als jemand ausgibt, der man nicht ist. Das bereust du. Niemand wird Queen spielen. Wusste nicht, dass Kostümzwang herrscht, Fred. Siehst aus wie ein zorniger Lurch. Wir müssen Eindruck schinden, Darling. Dann sag mal, was unterscheidet Queen von all den anderen? Möchte gern Rockstars, die ich treffe. Ich sage Ihnen, was es ist. Wir sind 4 Außenseiter, die überhaupt nicht zusammengehören. Und wir spielen für andere Außenseiter. Die Ausgestoßenen, ganz hinten im Saal. Die vollkommen sicher sind, dass sie auch niemals dazugehören. Zu denen gehören wir. Also der Familienname ist auch nicht gut genug für dich. Hab ihn gesetzlich eintragen lassen. Schau niemals zurück. Ich möchte mal etwas anderes machen. Und es ist mein Geld. Also sage ich, was geht? Wir wollen uns nicht immer nur wiederholen. Nein. Ihr könnt's noch besser. Freddy, sagen Sie bitte etwas zu den Gerüchten über Ihre Sexualität. Queen, wie lange kann das noch gehen? Du entscheidest nicht allein für die Band. Du hast ein sehr schwieriges Leben vor dir, Freddy. Wir sind eine Familie. Wir glauben aneinander. Und das bedeutet alles. Wir werden großartige Dinge tun. Es ist ein Erlebnis. Liebe. Tragödie. Freude. Etwas, das den Menschen das Gefühl gibt, es würde ihnen gehören.